Erich Kästner, der Juli. Still ruht die Stadt, es wogt die Flur, die Menschheit geht auf Reisen oder wandert sehr oder wandelt nur. Und die Bauern vermieten die Natur zu sehenswerten Preisen. Sie vermieten den Himmel, den Sand am Meer, die Platzmusik der Ortsfeuerwehr und den Blick auf die Kuh auf der Wiese. Limousinen rasen hin und her und finden den Weg nicht mehr zum verlorenen Paradiese. Im Feld wächst Brot und es wachsen dort auch die künftigen Brötchen und Brezeln. Eidechsen zucken von Ort zu Ort und die Wolken führen Regen an Bord und den spitzen Blitz und das Donnerwort. Der Mensch treibt Berg- und Wassersport und hält nicht viel von Rätseln. Er hält die Welt für ein Bilderbuch mit Ansichtskartenserien. Die Landschaft belächelt den lauten Besuch. Sie weiß Bescheid. Sie weiß, die Zeit überdauert sogar die Ferien. Sie weiß auch, einen Steinwurf schon von hier beginnt das Märchen. Verborgen im Korn, auf zerdrücktem Mohn, ruht ein zerzaustes Pärchen. Hier steigt kein Preis, hier sinkt kein Lohn, hier steigen und sinken die Lerchen. Das Mädchen schläft entzückten Gesichts, die Bienen summen zufrieden. Der Jüngling heißt immer noch Taugenichts. Er tritt durch das Gitter des Schattens und Lichts in den Wald und zieht durch den Schluss des Gedichts, wie in alten Zeiten, gen Süden. Liebe Freunde der Poesie, herzlich willkommen. Ein Gedicht von Erich Kästner hat sich Marcel gewünscht und ich habe lange nachgedacht, welches Gedicht ich wählen soll. Denn Erich Kästner zählt zu meinen Lieblingslyrikern und da fällt es gar nicht so leicht, aus der Fülle von schönen Gedichten, die man jetzt nehmen könnte, eines rauszupicken. Außerdem gehört Kästner zu den Autoren, die Gedichte geschrieben haben, die man eigentlich nicht erklären braucht. Also Gedichte, die sich selbst erklären. Das liegt daran, dass Kästner ein Autor im Gefolge der Aufklärung ist. Das heißt, er möchte verstanden werden, er möchte einen Inhalt vermitteln, den man nicht entschlüsseln muss, wo man keine Zusatzinformationen oder kein Hintergrundwissen braucht, um es verstehen zu können. Und deswegen gibt es viele Gedichte von Kästner, die jetzt für mich gar nicht in Frage kamen, weil sie zwar sehr schön, aber auch sehr leicht verständlich sind. Jetzt habe ich nicht ein Gedicht genommen, das besonders schwierig zu verstehen ist, aber ein Gedicht, das für mich einige Besonderheiten von Erich Kästner sehr gut in sich vereint. Und das ist eben dieses Gedicht der Juli aus seinem Gedichtzyklus Die 13 Monate. Vielleicht ganz kurz was zur Entstehung dieses Gedichtzyklus und zu diesem Gedicht an sich. Diese Monatsgedichte entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg 1953 für die Schweizer Illustrierte. Er hat da jeden Monat ein Gedicht publiziert und am Ende hat er diese 12 Gedichte plus ein 13. eben als Gedichtzyklus Die 13 Monate veröffentlicht. Das ist also nicht aus seiner ersten großen Schaffensphase in den 1920er Jahren, für die er auch sehr bekannt ist. Erich Kästner gilt als einer der wichtigsten oder je nachdem, wo man nachliest, sogar als der wichtigste Vertreter der neuen Sachlichkeit. Aber der Begriff neue Sachlichkeit ist natürlich auch wieder so eine Schublade und Autoren in Schubladen zu stecken ist ein bisschen schwierig und deswegen habe ich dieses Gedicht gewählt, um das mit dieser Schublade auch ein bisschen zu erklären. Also, die neue Sachlichkeit war eine literarische Strömung in den 1920er Jahren, die daran zu erkennen ist, dass sie eben
sehr sachlich ist, dass sie weggeht von diesem pathetischen, hochtrabenden Stil oder auch von diesem, unter Anführungszeichen, krassen Stil der Moderne, die Literatur der Moderne, mit Autoren wie Rilke, Hofmannsthal, George, aber eben auch Expressionisten wie Benn, Trakl und so weiter. Die haben einen Stil, der teilweise sehr verrätselt ist, sehr symbolisch oder sehr drastisch, sehr hart in der Ausdrucksweise, aber eben nicht kühl und distanziert. Kühl und distanziert findet man eher nicht. Eher wollen diese Autoren der Moderne dem Leser sehr nahe kommen. Und das will die neue Sachlichkeit nicht. Das ist sehr distanziert, sehr kühl, sehr fern, und das ist eben auch dieser aufklärerische Stil. Diese Gedichte, auch bei Kästner, die haben meistens eher fast schon einen pädagogischen Hintergedanken, also man soll irgendeine Lehre daraus mitnehmen. Eben, das ist eben dieses Erbe der Aufklärung, aber das greift einfach zu kurz, wenn wir jetzt sagen, ja, Kästner ist ein Autor der neuen Sachlichkeit und seine Gedichte sind Werke der neuen Sachlichkeit. Das sehen wir hier an diesem Gedicht. Hier ist Kästner schon ein bisschen älter. Das ist eine spätere Phase seines Schaffens. Und jetzt kann man hier sehr gut das Verhältnis von Mensch und Natur sehen. Das ist ja ein großes Thema in der Lyrik, Mensch und Natur. Still ruht die Stadt, es wogt die Flur. Es beginnt schon mit diesem Kontrast. Die Stadt ist still. Man kann auch sagen, sie ist wahrscheinlich leergefegt. Es ist Juli, es ist heiß, die Leute sind unterwegs. In der Stadt ist niemand mehr. Die Stadt ist still. Es wogt die Flur. Es wogt die Flur, das klingt schon so ein bisschen altmodisch, das klingt schon so ein bisschen hochtrabend, aber es ist auch ein bisschen ironisch. Das ist auch ein weiteres wichtiges Merkmal bei Kästner, diese Ironie. Es wogt die Flur, die Menschheit geht auf Reisen. Natürlich ist das unfassbar übertrieben, weil es geht ja nicht die Menschheit auf Reisen. Das waren schon zu Kästners Zeiten viel zu viele Leute. Reisen war damals und ist bis heute eher für eine privilegierte Schicht, auch wenn es heute viel, viel mehr Leute sind, die sich Reisen leisten können. Damals, 1953, konnten nicht so viele Leute sich einen Urlaub überhaupt leisten, aber es beginnt schon so ein gewisser Massentourismus. Das sind so die Anfänge. Und er zeigt eben diese drei Varianten, die es da gibt. Die Menschheit geht auf Reisen, das sind also die, die es sich wirklich leisten können, oder wandert sehr, also sehr wandern, auch hier wieder ironisch, Leute, die wandern gehen, oder wandelt nur. Also entweder reisen mit Limousinen, wie es ein bisschen später heißt, also wirklich mit dem Wagen, lässt man sich fahren oder fährt selbst, das ist für die Betuchteren. Dann das Wandern ist vielleicht so für mehr Leute möglich, und die sich auch das nicht leisten können, die wandeln nur. Die gehen halt ein bisschen spazieren. Aber auch das ist eine Teilhabe an diesem Ferienmachen, an diesem Urlaub haben, das jetzt so langsam ein Massenphänomen wird. Und die Bauern vermieten die Natur zu sehenswerten Preisen. Und das ist für mich der Grund gewesen, warum ich dieses Gedicht gewählt habe, denn hier schreibt er über ein Wesensmerkmal des Tourismus, da wird Natur vermietet. So wie er das formuliert, klingt es natürlich lustig, aber eigentlich ist es ja genau das, was passiert. Man zahlt unter Anführungszeichen Eintritt in ein kleines Naturparadies. Und das Naturparadies kommt in der zweiten Strophe vor, wo es da heißt, Limousinen rasen hin und her und finden den Weg nicht mehr zum verlorenen Paradiese. Das heißt, dieser Urlaub ist auch ein Versuch, etwas Verlorenes zu finden, einen kleinen Garten Eden zu finden, den es in der Stadt nicht mehr gibt. Das ist dieser Kontrast von Stadt und Land, die Stadtbevölkerung, die aus der Stadt flieht, die Stadt ist verwaist, jetzt bin ich da auf dem Land, hat da stattliche Preise bezahlt, um im Hotel logieren zu können, um hier wandern oder herumfahren zu können. Aber das Paradies finde ich gar nicht, das ich mir ausgemalt und erträumt habe.
Also hier wird alles vermietet, es kostet alles Geld. Der Blick auf die Kuh auf der Wiese wird auch vermietet. Und wir haben das Gefühl, aber das müsste doch gratis sein. Das darf doch kein Geld kosten. Und tatsächlich kostet ja der Blick auf die Kuh zunächst einmal kein Geld. Aber wenn wir überlegen, wie komme ich als Städter aus Berlin zur Kuh auf der Wiese, dann habe ich schon Geld ausgegeben, um dahin zu kommen. Also ganz, ganz abwegig ist es nicht, was Kästner hier schreibt. Im Feld wächst Brot. Also eigentlich wächst ja da jetzt Getreide. Aber aus dem Getreide wird dann irgendwann das Brot. Im Feld wächst Brot. Und keine Blümchen, sondern etwas sehr Handfestes, etwas sehr Brauchbares. Und auch dieses Brauchbare ist auch wieder so ein Stichwort bei Kästner. Man sagt, seine Lyrik, und er selbst hat sie auch so bezeichnet, seine Lyrik ist Gebrauchslyrik. Da könnte man sagen, ready-made. Das heißt, ich kann die sofort lesen, verstehen, benutzen und sie gibt mir sofort etwas. Das hat er selber auch immer wieder kokettierend oder auch nicht unterstrichen, dass man seine Gedichte benutzen kann. Er hat einen Gedichtband geschrieben, der hieß Dr. Erich Kästners lyrische Hausapotheke. Das sind dann Gedichte für den Notfall, so wie andere Leute zu irgendwelchen Notfalltröpfchen greifen. So hat er gesagt, kann man zu seiner Lyrik greifen, wenn man bestimmte Seelenzustände hat, Seelennöte hat, wenn man einsam ist, wenn die Liebe kaputt gegangen ist, wenn man mit der Menschheit hadert, dann empfiehlt er die Gedichte X, Y und Z und dann kann man die lesen und dann geht es einem wieder besser. Also ein Gedicht, das man schnell benutzen kann. Und auch hier der Gebrauchswert des Getreides wird hier unterstrichen, im Feld wächst Brot. Aber das ist eben nichts Negatives, das ist extrem positiv, dass man etwas brauchen kann, dass es einen Zweck hat, dass es nicht einfach nur schön ist, um schön zu sein. Es ist nicht ein dekoratives Feld, das unser Auge erfreut, das auch, deswegen kann man es ja vermieten gegen Geld. Aber es hat noch einen höheren Zweck, der dahinter steckt, nämlich es wächst Brot. Und hier könnte man sagen, das ist eigentlich die Zusammenfassung für das, was er mit seiner Lyrik möchte. Er möchte Lyrik schaffen, die diese gleiche Funktion hat wie das Getreide, wie dieses Getreidefeld. Man kann den Anblick genießen, man kann das Gedicht lesen und sagen, oh, so ein schönes Gedicht, so meisterhaft geschrieben. Aber es nährt mich auch, es stärkt mich, es ist wie Brot, es hat etwas Kräftigendes, es hat etwas dem Leben zugewandtes. Na gut, es wächst Brot und es wachsen auch die künftigen Brötchen und Brezeln. Also da kann man alles Mögliche draus machen aus diesem Korn. Da kommen die Eidechsen, dann kommen die Wolken mit Regen, Blitz und Donner. Und der Mensch treibt Berg- und Wassersport, hält nicht viel von Rätseln. Also er beschreibt ein bisschen diesen Urlaub hier. Der Mensch hält die Welt für ein Bilderbuch mit Ansichtskartenserien. Die Formulierung hält die Welt, abgesehen von diesem Reim, hält die Welt. Es ist ein Binnenreim. Abgesehen von diesem Reim zeigt dieses hält die Welt für ein Bilderbuch auch, dass die Welt ja kein Bilderbuch ist. Aber jetzt ist man in den Ferien und da kann man sich auch mal einbilden, die Welt ist einfach nur idyllisch. Das Wort Idylle hat ja auch dieses Bilderbuchhafte in sich. Die Landschaft belächelt den lauten Besuch. Also die Landschaft wird hier personifiziert. Die Landschaft weiß Bescheid. Ja, die gehen dann schon wieder. Und dann habe ich wieder meine Ruhe. Jetzt sind die mal da. Jetzt muss ich die ein bisschen aushalten. Aber dann sind die wieder weg. Und dann haben wir alle wieder Platz für uns. Und jetzt kommen die letzten zwei Strophen. Und auch die sind sehr besonders, wenn ich die in den Kontext von Kästners Lyrik da ein bisschen betrachten möchte. Kästner ist ja vor allem bekannt geworden für ein Gedicht, das sachliche Romanze heißt. Und da hat man gesagt, ja, sachliche Romanze, das ist das Standardgedicht, wenn man die neue Sachlichkeit erklären möchte, dann nimmt man Erich Kästners sachliche Romanze. Und da geht es um eine Liebe, die vorbei ist und zwei Liebende,
denen diese Liebe einfach abhanden gekommen ist, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Also es ist sehr gegenständlich, nichts Romantisches, sondern sehr nüchtern, distanziert, eben sachlich wird über diese Romanze geschrieben. Wie gesagt, es ist schwierig, wenn man Autoren in Schubladen stopft. Weil erstens ist das Gedicht sachliche Romanze gar nicht so dermaßen sachlich, wenn man ganz genau hinschaut. Und zweitens ist Kästner in vielen, vielen seiner Gedichte gar nicht so sachlich und distanziert, sondern, und das finde ich eine sehr schöne und sehr treffende Formulierung, nämlich er ist ein sachlicher Romantiker. So hat ihn der Literaturwissenschaftler und Autor Harald Hartung genannt. Und ich finde das absolut zutreffend. Kästner als sachlicher Romantiker. Und der kommt hier in diesen letzten zwei Strophen auch zum Vorschein. Denn jetzt, einen Steinwurf von hier, beginnt das Märchen. Und dann stutzen wir schon was wie Märchen. Märchen, da war doch was. Aha, ja, Romantik. Die Romantiker des 19. Jahrhunderts, die schreiben doch gerne über Märchen. Wie passt das jetzt zu dieser neuen Sachlichkeit, zu dieser Nüchternheit, Distanziertheit? Ja, auf den ersten Blick nicht, aber Erich Kästner passt das eben sehr wohl und sehr gut. Hier steigt kein Preis, hier sinkt kein Lohn, hier steigen und sinken die Lerchen. Auch wieder die Natur, die überlegen ist gegenüber dem, was die Menschen so bewegt. Ja, steigende Preise, sinkende Löhne, das sind Probleme, mit denen sich Menschen herumschlagen. Es ist ärgerlich, wenn es immer teurer wird und man immer weniger Geld verdient. Das ist hier alles weit, weit weg. Hier steigen und sinken die Lerchen. Und das kann man wieder genießen. Und da haben wir dieses Liebespaar mit dem zerdrückten Gras. Da sind wir schon wieder komplett zurückkatapultiert, Walter von der Vogelweide, wo auch die Blumen und das Gras zerdrückt und zerknickt sind. Wir sehen hier eine Kette von Klischees, von Stereotypen, die sich hier aneinanderreihen. Aber dieses Märchen, dieses Stereotyp stimmt ja auch. Das passiert ja nach wie vor. Die Menschen rotten sich nach wie vor zu Pärchen zusammen, die irgendwo im Grünen eine schöne Zeit miteinander verleben. Und dann kommt die letzte Strophe und da haben wir das Mädchen, das entzückten Gesichts schläft, das entzückte Gesicht, das lässt uns mutmaßen, dass die erotische Begegnung für das Mädchen durchaus befriedigend war. Die Bienen summen zufrieden, die sind also auch zufrieden. Und der Jüngling hingegen, der ist schon wieder auf den Beinen, der ist schon wieder unterwegs und er heißt Taugenichts. Und diese Bezeichnung Taugenichts, die kommt direkt von Josef von Eichendorff, der ja sein berühmtes Werk aus dem Leben eines Taugenichts geschrieben hat. Und dort beschreibt er die sehr märchenhafte Lebensreise eines jungen, verträumten Musikers, ein geigenspielender Müllerssohn, der sich verliebt und nach mehreren Irrungen und Wirrungen und Reisen dann das Glück findet. Und auch hier haben wir eben, der Jüngling heißt immer noch Taugenichts, also diese Geschichte vom jungen Mann, der das Glück sucht, die wiederholt sich hier. Er tritt durch das Gitter des Schattens und Lichts in den Wald. Also er geht hinein in diesen magischen, märchenhaften Ort des Waldes und wir wissen, wenn er diesen Wald durchschreitet und am Ende wieder rauskommt, ist er nicht mehr der gleiche. Im Wald werden alle verwandelt und sie kommen als Neugeborene, als Veränderte wieder heraus aus diesem Wald. Und wo geht er hin? Er zieht durch den Schluss des Gedichts, wie in alten Zeiten, gen Süden. Und hier schließt sich dieses Märchen ab. Aber es ist natürlich nur ein Märchen, das hier in diesem Gedicht erzählt wird. Und das zeigt uns Kästner, indem er eben hier darauf hinweist, er zieht durch den Schluss des Gedichts. Also vergesst nicht, das ist nur ein Gedicht, das ist nur eine Erzählung, es ist nicht unbedingt die Realität, aber ich schenke euch jetzt zum Schluss des Gedichts, zum Mitnehmen, diese schöne Vorstellung des jungen Mannes, der in den Wald geht, gen Süden zieht und aufbricht, um ein anderer zu werden. Das ist hier dieses Gedicht der Juli. Viele Elemente, die Kästner auch schon in seinen früheren Gedichten drin hatte, dieses Fliehen aus der Stadt weg in die Natur, in der man die Ruhe finden kann, aber die Natur, die von den Menschen auch benutzt wird,
gebraucht wird, aber gar nicht so negativ eben. Das Brot, das da wächst, ist ja positiv. Die Ferien, die man macht, das Paradies, das man sucht, aber nicht finden kann. Das sind alles Themen, die bei Kästner immer wieder vorkommen. Und wenn wir ganz genau hinschauen, dann ist auch dieses schöne Märchen, die Begegnung mit den Pärchen und den Lerchen, eigentlich auch wieder so typisch romantisch, eine kurze Begegnung auf Zeit, denn das Mädchen, das schläft und der Junge geht schon wieder weg. Also es wird auch nicht so ein Happy End und eine schöne Beziehung, sondern die haben sich gefunden, sie haben sich geliebt, jetzt geht jeder seiner Wege und der junge Mann, der Taugenichts, der sucht sich neue Abenteuer. Auch das typisch romantisch, dass die Liebe sich nicht in einer dauerhaften Beziehung erfüllt, sondern nur in der kleinen Begegnung und dann geht es schon wieder weiter. Ja, also das ist das Gedicht, das ich hier gewählt habe von Kästner. Vielleicht werde ich in einem späteren Video ein anderes nehmen, das so typischer ist für seine erste Schaffensphase. Vielleicht auch ein politisches Gedicht. Ich hoffe, lieber Marcel und liebe Freunde der Poesie, ihr seid zufrieden mit dieser Wahl. Ich hoffe, dass euch dieses Gedicht auch anspricht. Mir gefällt es, weil es diese Verbindung hat aus Nüchternheit, aus Ironie, dann aber doch wieder was Romantisches, was Augenzwinkerndes. Das ist ein sehr menschenfreundliches Gedicht, das nicht diese Bitterkeit hat, die häufig auch bei Kästner zu finden ist. Dieses Gedicht ist sehr, sehr versöhnlich und das ist eigentlich ganz schön für den Juli. Lest alle 12 Monate und lest auch den 13. Monat. Das sind wirklich schöne Gedichte und sie sind eben nicht nur schön, man kann sie auch gebrauchen. Gebraucht die Gedichte von Erich Kästner für alle möglichen sich bietenden Gelegenheiten. Lyrik muss gelesen werden, Lyrik muss benutzt werden und benutzt auch die Lyrik von denen, die sie nicht als Gebrauchslyrik deklariert haben. Das ist mein Wunsch für die Ferien, von denen ich hoffe, dass ihr sie noch ein bisschen genießen könnt. Und wenn keine Ferien mehr sind, dann sehen wir uns ja vielleicht bald wieder in der Schule, diejenigen, die das betrifft. Und allen anderen wünsche ich noch einen schönen Sommer und bis zum nächsten Mal.